Ja, vielen Dank für die freundliche Einführung, Herr Glock. Ich freue mich sehr, heute hier zu sprechen, sagt man am Anfang immer, stimmt aber wirklich. Ich habe in der Tat sozusagen den Part ein bisschen allgemeiner in die Digitalisierung einzuführen. Kann man das ein bisschen runterfahren? Ich bin so kleiner als die anderen, kann man nicht. Okay. Insofern, genau, ich fange etwas allgemein an. Herr Bönig, Sie haben einen wundervollen Satz gesagt, den habe ich mir extra aufgeschrieben. Dankeschön. Kriege ich das hier nicht zu sehen? Nee. Digitalisierung. Passt schon. Ich kriege es auch so hin. Ist schwer mit der Technik. Sie haben einen wunderbaren Satz gesagt, der heißt, ich habe es mir wörtlich aufgeschrieben, es gibt nirgendwo so viele Grenzen in den Köpfen wie bei den Menschen. Das ist sehr cool, weil ich habe mich dann gefragt, wo gibt es denn noch Köpfe? Außer bei den Menschen. Ich weiß natürlich, was Sie meinen, aber da ist eine tiefe Wahrheit tatsächlich drin. Es gibt tatsächlich die meisten Grenzen in den Köpfen, die zum Teil die Dinge mitentwerfen. Und das ist ja wirklich eine merkwürdige Antinomie, die wir beobachten müssen. Auf der einen Seite gibt es unglaubliche Energien, Dinge zu implementieren, Innovationen zu machen. Und es gibt Innovatoren, es scheinen hier auch sehr viele Leute zu sein, die auf gute neue Ideen kommen. Am Ende scheitern oder werden die Dinge zumindest langsamer, meistens dadurch, dass wir in sehr gewohnten Bahnen denken und es unglaublich schwer fällt, sowohl Verhalten als auch Strukturen zu verändern. Und das ist eigentlich das Grundthema des Soziologen. Die Soziologie interessiert sich meistens für unglaublich disruptive Dinge. Ihre Frage, was mich an der Digitalisierung interessiert, ich meine, wenn ein Soziologe sich heute nicht für die Digitalisierung interessiert, hat er seinen Beruf verfehlt. Das ist sozusagen etwas, was ja tatsächlich eine der entscheidenden Veränderungsdimensionen der Gesellschaft ist. Aber andererseits hat der Soziologe auch immer damit zu tun, dass die Strukturen von Gesellschaften träger und stabiler sind, als man so denkt. Also das gilt etwa für eine Stadtgesellschaft, bei der man, wenn man genau hinguckt, durchaus Strukturen entdecken kann, die zum Teil länger andauern und älter sind als die Menschen, die hier leben, ja, also was das Lebensalter angeht. Also es gibt Strukturen, die wirklich wahnsinnig stabil sind und es gibt radikale Veränderungen. Und damit müssen wir tatsächlich umgehen. Und das Digitalisierungsthema ist eigentlich ein sehr schönes Thema dafür. Wenn ich noch eine Vorbemerkung machen darf, Herr Bönig, das war auch in Ihren Folien, die ich hier noch sehen kann. Es taucht sozusagen bei den Stichworten überall der Begriff digital und Digitalisierung auf. Man kann wahrscheinlich sagen, die Digitalisierung wird sich erst durchgesetzt haben, wenn nirgendwo mehr digital draufsteht. Und das ist nicht als Witz gemeint, sondern das ist so ein interessanter Hinweis darauf, dass Techniken meistens dann funktionieren, wenn man sie nicht weiter thematisieren muss. Also man würde zum Beispiel einem Verlagshaus nicht sagen, dass die Zeitung eine Papierstrategie ist. Das war mal eine Papierstrategie. Eines der größten Probleme für Zeitungen im 19. Jahrhundert war tatsächlich, an angemessenes Papier in der ausreichenden Menge zu kommen. Und in Mangelgesellschaften ist das bis heute ein großes Problem, dass es genug Papier gibt. Nach dem Krieg war das hier ein Riesenthema beim Aufbau neuer Presse. Da brauchte man eine Papierstrategie. Jetzt braucht man eine Digitalstrategie, bis man es nicht mehr digital nennen muss. So, jetzt fange ich an. Wie kommt es eigentlich dazu, dass die Digitalisierung sich in der Gesellschaft festsetzt? Also man muss ja sagen, es wird ja zunächst mal nicht für Leute wie Sie, Sie sind ja quasi kontaminiert durch das Thema, Sie beschäftigen sich professionell damit oder interessieren sich sehr stark dafür, aber für die Gesellschaft so im Großen und Ganzen werden neue Technologien meistens als eine Art von Störung von außen erlebt. Routinen ändern sich. Und da sie als Störung erlebt werden, scheint dieses Erleben auch etwas zu sein, was von außen kommt. Aber das stimmt nicht. Die Digitalisierung kommt mitten aus der Gesellschaft selbst, aus ihrer Struktur. Ich will das mal an anderen Techniken versuchen zu beschreiben. Also der Soziologe, wenn er sich mit Technik beschäftigt, beschäftigt sich natürlich nicht mit den technischen Details, sondern mit der Frage, das ist zumindest meine Frage, für welches Problem ist eine Technik, die in einer Gesellschaft andockt und persistiert, eigentlich die Lösung? Also ich drehe gewissermaßen den Spieß um und sage nicht, welche Probleme produziert das? Das produziert viele Probleme, das ist gar keine Frage. Aber ich frage andersrum, das ist die methodische Vorgehensweise. Ich sehe, dass die Digitalisierung in der Gesellschaft überall dort ist, übrigens auch überall dort, wo man gar nicht sieht, dass es digital ist. Also wir denken immer, Digitalisierung gibt es nur da, wo irgendwelche Laptops rumstehen oder Computergeräte. Sie finden kaum ein technisches Gerät, das heute nicht in irgendeiner Weise mit digital gesteuert ist und Sie finden kaum Kommunikationsformen, die nicht digital gestützt sind.
Aber wenn das tatsächlich so persistiert, also stabil wird, man könnte Digitalisierung nicht abschaffen, man muss sie implementieren, aber man kann sie nicht abschaffen, auch so eine komische Antinomie, dann muss man sich fragen, warum eigentlich? Welches Problem? Und ich will das mal an historischen Beispielen erläutern. Man kann das etwa mit dem Buchdruck vergleichen. Der Buchdruck ist vielleicht die allergrößte Katastrophe gewesen, Katastrophe im tatsächlich wörtlichen Sinne, die westliche Kultur zu ertragen hatte. Man hat den Buchdruck eigentlich erfunden, um die Heilige Schrift zu distribuieren und mehr Orientierung in die Gesellschaft zu bringen. Das Gegenteil ist entstanden. Also wenn jeder eine Bibel in der eigenen Sprache lesen kann, dann stellt man fest, dass man die Bibel sehr unterschiedlich lesen kann. Und dann entsteht Streit und das ist Anlass für das Verfassen neuer Bücher, die dann neben der Heiligen Schrift stehen und sozusagen gar keine Orientierung produzieren, sondern ein Problem. Und ich erwähne das Beispiel nur, um zu zeigen, welches Problem hat denn der Buchdruck eigentlich gelöst? Nicht das Problem der Leute, die den Buchdruck befördert haben, sondern ein gesellschaftliches Problem. Gesellschaften wurden so komplex, dass es offenbar sich lohnt, darüber nachzudenken, dass es unterschiedliche Lesarten für unterschiedliche Leute gibt. Orientierung war weg, Wissen ist gestiegen. Das ist übrigens immer so. Über die Dampfmaschine könnte man Ähnliches sagen, über Radio und Fernsehen auch. Ich will das aus Zeitgründen nicht tun. Ja? Welches Problem löst die Dampfmaschine? Also ohne Dampfmaschine keine Industriegesellschaft, ohne eine gesellschaftliche Disposition, die sozusagen die Erfolge vorher, wirtschaftliches und Bevölkerungswachstum, Wissenswachstum, ohne Industrialisierung wäre dieses Wachstum nie in der Gesellschaft so implementierbar gewesen. So, und jetzt frage ich mich tatsächlich, welches Problem löst die Digitalisierung? Und ich behaupte, und es ist eine sehr erwartbare Antwort für einen Soziologen, dass es die gesellschaftliche Komplexität selbst ist, die eine digitale Gesellschaft ermöglicht. Und die Digitalisierung ist für mich etwas, was nicht jetzt beginnt, sondern im 19. Jahrhundert begonnen hat. Das ist für Städte übrigens ganz interessant. Es waren vor allem die Städte in Europa und in Nordamerika, aber vor allem in Europa, die begonnen haben, so etwas wie statistische, quantifizierbare Planungen zu machen. Wie viel Weizen muss man in die Stadt bringen, damit es jeden Tag Semmeln für alle gibt? Wie breit muss die Kanalisation sein, damit man und so weiter? Wie viele Lehrerinnen und Lehrer werden gebraucht, damit man die Ökonomie mit Wissen versorgen kann und so weiter? Und der Kapitalismus hat ohnehin so etwas wie eine Planung, eine statistische Planung von Dingen als geradezu Grundbedingung, die sich natürlich niemals so bewahrheitet, wie man das vorher plant. Aber man kann auch nur wissen, dass man falsch geplant hat, wenn man die Pläne vorher entsprechend berechnet hat. Und das ist sozusagen etwas, was ja zur Professionalisierung dieser Geschichten beiträgt. Das ist bereits digitale Denke. Die Digitalisierer im 19. Jahrhundert waren so jemand wie Quetelet zum Beispiel, die haben sich darüber gewundert, dass wir Menschen eigentlich individuell sind und alles das tun, was wir selber wollen, dass wir aber das wollen, was unserer Lebenslage entspricht, was man entsprechend berechnen kann. An Heiratsstatistiken hat man das gemacht. Es wurde die romantische Liebe im 17., 18. Jahrhundert erfunden, als die Idee, dass derjenige oder diejenige, die ich eheliche, die eine vom Schicksal für mich vorgesehene ist, dann stellt man fest, dass die Leute ganz andere Regelmäßigkeiten kennen. Ja? Also Konfession, Bildungsgrad, Milieu und so weiter bringen uns dazu, uns in entsprechende Personen zu verlieben. Das ist eine Regelmäßigkeit, die jetzt vielleicht nicht so relevant ist, aber für Stadtplanung zum Beispiel, für die Planung von Quartieren, für die Wirtschaftsplanung einer Stadt und einer ganzen Gesellschaft ganz relevant ist, zu wissen, wie sich Personen, beziehungsweise besser gesagt soziale Systeme, wahrscheinlich verhalten werden. Und in dieses Loch stößt digitales Denken, am Anfang noch statistisches Denken. Und mit der Digitaltechnik ist im 20. Jahrhundert etwas Ähnliches passiert wie mit dem Buchdruck 500 Jahre vorher. Die Leute, die die Digitaltechnik erfunden haben, hatten keine Idee davon, dass heute über die Digitalisierung von Verwaltung in einer Landeshauptstadt in Bayern nachgedacht wird, sondern die Idee war eine völlig andere. IBM ist fast vom Markt verschwunden mit der Idee, dass man wahrscheinlich nur 4 bis 5 Großcomputer in der Welt wird brauchen können. Und dann hat sich herausgestellt, dass das nicht ganz gestimmt hat. So, das Interessante an der Digitaltechnik ist, und das ist etwas, was vielleicht sogar eine sehr praktische Bedeutung für Sie hat, dass es ein sehr einfaches Medium ist. Also einfach heißt, es ist eigentlich von der Funktionsweise her relativ simpel. Also eine Technik, die man deswegen, weil sie so simpel ist, auf fast alles anwenden kann. Das ist
etwas, was wir in der Geschichte sozusagen der Technik bei vielen Dingen beobachten konnten. Also die Schrift war so etwas, der Buchdruck war so etwas, die Distribution von Informationen in der Zeitung und im Radio war so etwas Ähnliches. Und die Computertechnik ist es natürlich insofern, als Sie mit dem Computer Rekombinationen von Daten vornehmen können, aber Daten sozusagen entwickeln können. Daten sehen, egal was Sie bezeichnen, alle gleich aus. Und damit kann man eine ganze Menge machen. Die Rekombination von Geschichten ist das Entscheidende. Das ordnet Grenzkosten völlig neu. Neue Ökonomien, das wird auf den Arbeitsmärkten eine riesengroße Rolle spielen. Neue Ökonomien werden und tun es ja zum Teil jetzt schon, ihre Wertschöpfung vor allem am Grenzkostenproblem festmachen müssen. Also man kann sagen, je niedriger die Grenzkosten werden, umso weniger braucht man menschliche Arbeit, um zur Wertschöpfung beizutragen, was für Städte nicht ganz unwichtig ist. Und ich habe die internationale volkswirtschaftliche Literatur in den letzten 2 Jahren gescannt und nach Prognosen geguckt, wie sich das denn wohl auswirken wird. Und die Range lautet von, es wird ein Jobwunder geben, bis zu es verschwinden 120% aller Arbeitsplätze. Das Letztere ist natürlich mathematisch nicht ganz richtig, aber ich rechne nochmal nach. Was die Digitaltechnik natürlich auch macht, ist Mustererkennung und Steuerungskompetenz. Herr Bönig, Sie haben das gerade sehr schön gesagt. Was passiert eigentlich, wenn man als Bürger oder Bürgerin sich bei der Stadt gewissermaßen einloggt und dann eigentlich gerne so eine Idee hätte, dass alle Daten, die über einen vorliegen, in einem System sowohl rekombinierbar als auch übertragbar als auch verarbeitbar sind. Eigentlich ist das Tolle, was die Digitalisierung eigentlich kann, unterschiedliche Informationen zusammenzuführen und mit Hilfe dieses Zusammenführens eine Art von Mehrwert zu erzeugen. In der Verwaltung wird man nicht von Mehrwert sprechen, sondern von einer Form von Effizienz, die zum Beispiel dazu führt, dass man die Dinge erstens nicht wiederholen muss und zweitens einen besseren Überblick darüber hat, wie zum Beispiel Antragslagen sind, wie lange die Dinge dauern. Man kann viel besser hinterher die Prozesse beobachten, um sie dann zu optimieren. Das bedeutet natürlich auch, dass man damit eine gewisse Steuerungskompetenz über die Gesellschaft hat. Das heißt, wir erleben eigentlich Digitaltechnik immer als eine Art von zumindest zu befürchtendem Kontrollüberschuss. Also es ist jetzt gar nicht die Idee zu sagen, die Stadt München möchte jetzt eine Art übertreibe jetzt das Argument, ja, eine Stasi sein, die alles über die Bürger weiß. Nein, sie möchte der gute Hirte sein, der alles über die Bürger weiß. Ja, und weil sie etwas Anständiges damit machen will. Und das Interessante ist eigentlich, dass die Form, mit der wir da umgehen, eine ist, die durchaus Sorge um Kontrollüberschüsse immer drin hat. Und die Frage ist, wie diskutiert man das eigentlich? Ein weiterer Aspekt, der mit dem Siegeszug der Digitaltechnik zu tun hat, ist die Unsichtbarkeit der Digitaltechnik. Digitaltechnik ist überall dort erfolgreich, wo man nicht sieht, was passiert. Das gilt übrigens für jede Art von Technik. Also deshalb ist die Technizität dieser Geschichte eigentlich der Schlüssel für diesen Siegeszug und deshalb ist meine zweite Folie eine, die sich mit Technik beschäftigt. Und also wenn ich eine kleine Beschimpfung Ihres Titels machen darf, Mensch statt Technik, halte ich nicht für eine gute Idee, weil das ist ja etwas, was durchaus eingeführt ist. Ne? Wir würden sagen, steht der Mensch im Mittelpunkt oder die Technik? Wenn wir so Technikbegriffe uns angucken, dann wird man sagen, Technik und Humanität gegenüberzustellen ist irgendwie komisch, weil das ja menschliche Techniken sind. Also es waren eigentlich immer menschliche Gesellschaften, also wer sonst, ja, die Technik hervorgebracht haben, also wenn Sie die Geschichte der wichtigen Techniken sich angucken, die ersten waren Bewässerungstechniken, ja, wo man sagen würde, die Bewässerungstechnik die Form des Menschlichen total verändert. Das ist sozusagen, Techniken haben eigentlich immer die Gesellschaften mit verändert und das kann man sagen, also Technik und Humanität ist wahrscheinlich nicht die angemessene Unterscheidung. Wir machen auch gerne die Unterscheidung von Technik und Kultur. Ist auch Schmarrn, weil alle Techniken, die wir kennen, sehr kulturabhängig entstanden sind. Also Techniken bringen bestimmte kulturelle Möglichkeiten hervor und umgekehrt bestimmte Kulturen bringen bestimmte technische Möglichkeiten hervor. Oder Technik und Natur voneinander zu unterscheiden, funktioniert eigentlich auch nicht, weil die meiste Technik Naturkräfte in Anspruch nimmt. Denken Sie an die Hebelgesetze, denken Sie an elektrische Spannung, die für die Digitaltechnik das Entscheidende ist, dass technische Substrat sind Spannungsunterschiede. Mehr macht die Digitaltechnik eigentlich nicht, als Spannungsunterschiede zu messen und zu rekombinieren und das in einer ziemlich schnellen Art und Weise.
Also die ist die Frage, was fällt dem Soziologen eigentlich ein, wenn es um Technik geht? Und ich nehme jetzt mal dieses formschöne Ding. Das in dem digitalen Zeitalter gibt es noch filigranere. Aber wir nehmen mal diesen Apparat hier. Ich drücke jetzt drauf, ich zeige es Ihnen, und dann kommt die nächste Zeile. Das Interessante an Technik ist, dass sie auf Konsenszwänge verzichtet, wenn sie funktioniert. Also ich muss diesem Ding nicht sagen, du Ding, ich habe jetzt schon 3 Zeilen auf der Seite und es wäre doch so geil, wenn wir noch eine 4. kriegen würden. Und wir kennen uns ja jetzt auch schon ein bisschen und es wäre echt toll, wenn du mir folgen würdest. Also ich übertreibe jetzt ein bisschen. So würden wir vielleicht mit Leuten umgehen, wenn jetzt hier Leute wären, die jetzt Lettern aufhängen würden, würde man vielleicht freundlicherweise sagen, wären sie so freundlich, die nächste Zeile aufzuhängen. Vielleicht müsste man so mal Vorträge halten, ich fände das gar nicht so schlecht. Aber das ist sozusagen etwas, was in der Technik, die Technik fällt gar nicht auf. Jetzt stellen Sie sich mal vor, ich drücke drauf und die Zeile kommt nicht. Dann müssen wir uns auf einmal mit der Technik beschäftigen. Also die Technik funktioniert eigentlich dann, wenn wir uns nicht mit ihr beschäftigen müssen. Und das ist übrigens für eine Stadtgesellschaft was ganz Entscheidendes. Also die Leute gehen ja immer noch durch die Stadt und denken, dass sie das selber tun. Man muss sich mal vorstellen, dass die technische Infrastruktur einer Großstadt wie München mal, sagen wir mal, für 3 Stunden außer Kraft gesetzt wird, dann können wir uns noch nicht mal, also ich wohne am Rotkreuzplatz, das ist nicht allzu weit weg von hier, ich bin mit der U-Bahn hierher gefahren, das hat alles ganz wunderbar geklappt. Ich habe mir also per App eine Tageskarte gekauft, weil ich heute noch öfter hin und her fahren muss und so weiter und so weiter. Wenn all das weg wäre, wäre es unglaublich schwer, vom Rotkreuzplatz zum Marienplatz zu kommen. Und das funktioniert nur, weil wir uns damit nicht beschäftigen müssen. Übrigens werden auch menschliche Handlungen technisiert. Also der U-Bahn-Fahrer oder die Fahrerin hat sich bei mir nicht vorgestellt, als ich in die U-Bahn gestiegen bin. Ich werde übermorgen fliegen und ich werde den nicht vorne reingucken, ob da ein Soziologe drin sitzt oder ein Pilot. Wenn ein Soziologe drin sitzt, würde ich nicht mitfliegen. Und das Spannende ist, wir technisieren auch diese Alltagsdinge. Und sie funktionieren dann, wenn sie funktionieren, wenn wir nicht genau hingucken müssen. Und das ist vielleicht das Geheimnis für Digitalstrategien, auch für eine Verwaltung. Das funktioniert dann, wenn der Bürger und die Bürgerin sich nicht mit der Digitalität dieser Schnittstellen beschäftigen muss. Und deshalb ist es so eine Paradoxie, dass man die Digitalstrategie Digitalstrategie nennen muss, obwohl sie ja eine Strategie sein sollte, die das Digitale dazu verwendet, dass man gar nicht sieht, was passiert. Und das ist jetzt keine Kritik an der Strategie, sondern das muss man gewissermaßen als Ziel wissen, was im Übrigen dann auch noch für die Finanzierungsfragen, das haben Sie ja auch angesprochen, oder Sie haben es angesprochen, für die Finanzierungsfragen interessant ist, je unsichtbarer die Dinge dann sind, umso selbstverständlicher sind sie und umso schwieriger sind sie dann mit öffentlichen Mitteln zu finanzieren, weil sie ja funktionieren. Dass die Bahn nicht fährt, liegt daran, dass sie so gut fährt. Okay? Technik ist soziologisch gesprochen eine Simplifikation durch Ersetzung von loser Kopplung der Elemente durch strikte Kopplung. Das ist ein richtiger Soziologensatz, einen darf ich drin haben. Ne? Der heißt sozusagen, dass man in der Technik gewissermaßen die Dinge strikt koppelt. Das heißt für so einen Fall, wenn ich einmal meine Daten eingegeben habe, sind sie drin. Oder wenn einmal eine Form funktioniert, dann kann man sie unendlich wiederholen. Und das ist das Geheimnis von Technik. Und das ist übrigens auch das Geheimnis von Technik, dass durch die Simplifizierung neue Komplexität aufbauen kann. Wenn die Dinge mal funktionieren, kann man damit unglaublich viele Dinge aufbauen. Und das ist eigentlich das Spannende. Und deshalb muss ich ein paar Sätze darüber sagen, worum es bei Technik geht, nämlich ums Funktionieren. Das hört sich doof an, ja, weil wir, natürlich soll Technik funktionieren, aber das Interessante ist, dass die Technik wirklich funktioniert. Deshalb muss ich über die Funktion des Funktionierens nachdenken. Also Sie merken, da ist ein Argument drin. Ich habe mir richtig bei der Reihenfolge was gedacht. Funktionieren ist gewissermaßen Wiederholbarkeit und Generalisierung. Also was funktioniert, darüber müssen wir wenig nachdenken. Sie wissen, dass wir alle über Smartphones schimpfen. Ne? Also dass die Dinge, wir sind immer erreichbar und wir erreichen alles und es ist so eine Unruhe. Und wir müssen immer drauf gucken und eigentlich macht es unser Leben viel, viel schwieriger. Interessanterweise haben trotzdem alle eins. Man könnte sagen, wir sind eigentlich blöd. Also die Kritik am Internet, wo finden Sie die am ehesten? Im Internet. Und das ist ja ganz normal, weil die Dinge ja funktionieren.
Das heißt, wir benutzen die Smartphones, wir sind daran gewöhnt, das irgendwie doof zu finden, aber wenn wir es nicht dabei haben, fühlen wir uns geradezu orientierungslos, weil wir mit der Augmented Reality nicht umgehen können und das Ding hier hinhalten. Ach, das ist der Marienplatz, sagt der Tourist, der es vorher in einem Baedeker gelesen hat und jetzt gewissermaßen so gezeigt bekommt. Und das ist jetzt nicht einfach nur eine akademische Spielerei, sondern das Interessante ist, dass sozusagen die Funktion des Funktionierens darin besteht, dass die Sozialverträglichkeit von Technik daran gemessen werden muss, ob sie die sozialen Zusammenhänge unterstützt oder stört. Sie kann sie auch stören. Ich komme darauf zurück. Es gibt andere Generalisierungen in der Gesellschaft, das lasse ich jetzt mal aus Zeitgründen weg. Was sind technische Generalisierungen? Das ist das Vertrauen auf die strikte Kopplung und die Ausklammerung von Irrelevantem. Also, Sie fahren mit der U-Bahn. Also U-Bahn ist wie gemacht für Psychoanalytiker. Etwas Langes fährt ein dunkles, schwarzes Loch und wir wissen nicht, ob wir wieder rauskommen. Ja? So, und achten Sie mal auf Leute, die das nicht kennen. Oder Sie kennen das vielleicht aus schlechten Spielfilmen der 50er Jahre, des letzten Jahrhunderts, wo sozusagen Nichtstädter, also nicht urban sozialisierte Leute in Großstädte kommen und völlig perplex sind, was da alles passiert und eigentlich viel besser wissen und merken, wie stark ihr Überleben eigentlich davon abhängig ist, dass diese unterschiedlich gekoppelten Elemente tatsächlich auch funktionieren. Ich meine, wir fahren ja wirklich mit der U-Bahn in schwarze Löcher rein und glauben, dass wir wieder rauskommen. Wir setzen uns in Flugzeuge und denken, dass die richtig gelandet werden. Wir lassen uns sedieren, und unsere, wenn wir operiert werden und unsere Atemfunktionen von einem Computer steuern. Und dann kommen Leute mit scharfen Messern, denen wir vertrauen müssen, obwohl wir sie nicht kennen. Das ist die Vertrauensstruktur einer modernen Gesellschaft und diese Art muss sozusagen technisch hinterlegt werden. Das heißt, das Interessante ist, wenn die Technik wirklich die physikalische Welt mit der Gesellschaft koppelt, dann gilt für die Verwaltung, wie produziert man eigentlich eine Vertrauensstruktur, wo wir sozusagen nicht mehr das Gegenüber direkt sehen oder auf einem Papier etwas unterschreiben, sondern innerhalb einer digitalen Form Kontakt mit der Stadt aufnehmen, die dann genau dieses Bild abgibt. Das ist eine schwierige Sache. Übrigens ist es insofern schwierig, als jede Form von Krise bei solchen neuen Technologien das Vertrauen unglaublich schnell zerstören kann. Die Niedrigschwelligkeit dieser Technik ist es, die uns nützt, aber sie ist sozusagen auch etwas, was man herstellen muss, damit das vertrauensvoll tatsächlich ermöglicht wird. Ich meine, Sie haben das vorhin gesagt, warum funktioniert das bei Amazon? Bei Amazon funktioniert das, weil man die Sachen, die man unbedingt haben will, dann morgen kriegt. Eine Verwaltung verkauft ja nicht. Also es gibt ja diese schöne Sache, wir können die Verwaltung nicht effizienter machen, indem sie jedem 3 Reisepässe statt einen verkaufen. Ja? Das Amazon kann das machen. Ja? Die können sagen, also wenn du ein bisschen mehr bezahlst, dann kommen die Sachen schon, bevor du sie bestellt hast. Gibt's bald. So. Reden wir über technischen oder reden wir über sozialen Wandel? Ist natürlich eine Suggestivfrage, ich weiß schon. Also technische und soziale Innovationen müssen zusammengedacht werden und sind niemals nur quantitative Veränderungen. Also die Digitalisierung ist nicht einfach ein Skalierungseffekt von Effizienzsteigerung, sondern sie ist was Neues. Und indem sie was Neues ist, ist sie auch eine soziale Innovation. Ich fand das, also, sorry, wenn ich jetzt immer auf Ihren Vortrag mich beziehe, ja, ich fand das sehr gut, was Sie gesagt haben über die sozialen Medien. Wer ist dort eigentlich aktiv? Es ist nicht nur der Effekt, dass die jüngeren Leute keine Zeitung mehr lesen. Das tun sie tatsächlich nicht. Bis die Älteren lesen sie heute immer stärker im Netz. Ja, und in Zeitungen fällt eigentlich keine Netzstrategie ein, sondern sie kopieren einfach die Zeitung ins Netz, was irgendwie, sagen wir es mal vorsichtig, das könnte man intelligenter machen. Und die Zeitungen unterscheiden sich darin auch, wie sie das tatsächlich machen. Interessanter ist die Frage, wie die Digitalisierung eigentlich dazu führt, dass die Niedrigschwelligkeit technischer Zugangsmöglichkeiten dazu führt, dass sich der Informationsaustausch in der Gesellschaft radikal verändert. Das ist der Digitalisierungseffekt in der Gesellschaft, der für die Gesellschaft am sichtbarsten ist. Das ist vielleicht nicht der wichtigste, aber das ist der sichtbarste. Und zwar ist es deshalb der sichtbarste, weil wir vielleicht jetzt etwas darüber lernen,
wie wir davon profitiert haben, dass wir vorher eine Medienwelt gehabt haben, die so starke Gatekeeper hatte, dass die Massenmedien wenigstens den Anschein einer gemeinsamen Welt produzieren konnten. Also gerade in Deutschland kann man das sehr schön, wenn man die Zeitungswissenschaften sich anguckt, historisch feststellen, dass die Entstehung von städtischer, regionaler und nationaler Identität eigentlich ein Korrelat von Zeitungen war. Die Zeitungen, mit die meistens noch einen Städtenamen haben, ja? Also wenn eine Zeitung sozusagen eine überregionale ist, dann verzichtet sie auf den Städtenamen. Das haben wir in München mit der Süddeutschen Zeitung. Im Münchner Merkur ist das Münchner drin. Und das ist eigentlich das Modell, was wir fast überall haben. Die Regionalität von Regionen wurde durch Zeitungen hergestellt. Und das ist übrigens auch noch das Geschäftsmodell von vielen Regionalzeitungen, die wirklich dadurch funktionieren, dass man auf Dinge hinweist, die nur in der Region relevant sind. Aber das ist eine Form, die gewissermaßen ergänzt wurde durch gewissermaßen nationale, also überregionale und nationale Informationsräume. Und die Digitalisierung hat diese Unterscheidung eigentlich eingezogen. Sie können heute an jede Information kommen, die, also man kann im Internet an schöne Sprichwörter aus China kommen und viel schwieriger vielleicht an einen Trachtenverein aus Fürstenfeldbruck. Ich weiß nicht, ob es da einen gibt, ich bin da nicht Mitglied. Gibt's, ne? Ja. Und ich will damit eigentlich nur sagen, dass sich die Räume, in denen wir uns bewegen, sich verändert haben. Für Stadtgesellschaften ist das unglaublich interessant. Wahrscheinlich werden die Städte die wichtigeren Akteure werden in der künftigen globalisierten Weltgesellschaft, nicht mehr die Nationalstaaten. Ja, die Städte werden die Akteure sein, bei denen man sowohl die Kombination, könnte man sagen, weltweiter, also man sagen, Repräsentation der Gesellschaft als auch der Auswirkungen dessen auf die Regionalität wahrnehmen wird. Also wir reden vielleicht über globale Gefahren für Arbeitsmärkte, aber sichtbar werden sie in den Städten, in denen Bevölkerungsgruppen sind, die deshalb gut zusammenleben können. Das war ja das Grundmodell eigentlich des sehr erfolgreichen Industriekapitalismus der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts, weil man Volatilität und Kontinuität in einem interessanten Sozialmodell, das leider Gottes im Moment nicht zu Ende geht, aber zumindest unter großem Druck steht, in den Städten organisieren konnte. Also, dass Städte in der Lage sind, Unterschiedliches gleichzeitig zu behandeln, also ich würde Stadt so definieren, dass die Gleichzeitigkeit von Unterschiedlichem, was eigentlich nicht zusammengehört. Also in den Städten wird das Ökonomische, das Politische, das Religiöse, das Kulturelle, das Wissenschaftliche, das Rechtliche an einen Ort gebracht mit großen Friktionen und es werden die unterschiedlichsten Milieus einer Gesellschaft so zusammengebracht, dass sie trotzdem friedlich miteinander leben können. Meinen Studenten versuche ich immer zu sagen, seht mal, wie voraussetzungsreich das ist, über den Marienplatz zu gehen. Nun ist der Marienplatz wahrscheinlich einer der friedlichsten Plätze, die es in Großstädten auf der Welt überhaupt gibt. Aber wir begegnen dort Fremden unterschiedlicher Milieus. Mit Fremden meine ich nicht die Touristen, vor allem wenn so viele Britische da sind, die falsch an einem vorbeigehen, sondern ich meine damit die Münchner, die wir nie wiedersehen werden und die für uns nicht bedrohlich sind, obwohl sie unterschiedlich sind. Und das ist eine unglaubliche kulturelle Leistung von Städten. Und hat das mit Digitalisierung zu tun? Das hat damit Digitalisierung zu tun, dass sozusagen die Städte selbst sichtbarer werden müssen als die Akteure, die genau diese Räume herstellen. Deshalb fand ich den Hinweis so unglaublich wichtig zu sagen, warum sind eigentlich diese Akteure so wenig in den sozialen Netzwerken unterwegs? In den sozialen Netzwerken erleben wir eine völlig neue Form, das ist die qualitative Veränderung der Schnelligkeit von Informationsverarbeitung, nämlich dadurch, dass die Niedrigschwelligkeit des Technischen auch zu einer Niedrigschwelligkeit der Reaktionsweise führt. Man könnte fast sagen, dass Niedrigschwelligkeit und Niederträchtigkeit gewissermaßen sehr, sehr nah beieinander sind, weil es unglaublich einfach ist, sozusagen über diese kleine Schwelle Formen zu finden, die kein Gatekeeper haben und bei der zivilisierte Formen der Kommunikation unwahrscheinlicher werden. Und damit muss man auch als öffentlicher Akteur umgehen. Und das haben wir ja gesehen, dass das verschiedene öffentliche Akteure waren, die daran schon gescheitert sind. Unternehmen zum Beispiel. Also es gibt Unternehmen, die waren so naiv, die haben gedacht, also wie man das in der Bay Area in den 90er Jahren schon diskutiert hat in San Francisco, na endlich, das Internet ist eine Demokratie, da kann jeder mitreden und dann redet jeder mit und man stellt fest, es ist eigentlich ganz gut, wenn nicht jeder
sofort sagt, was er denkt. Also die, überhaupt finde ich diese Aufforderung, Leuten zu sagen, sag doch, was du denkst, falsch. Zivilisation heißt, überlege erst, was du denkst und überlege, ob das sagbar ist. Und dann halt den Mund. Ja, so. Und das kann man natürlich nicht verordnen, sondern das muss sozusagen, es müssen gewissermaßen kulturelle Formen erfunden werden, in denen das funktioniert. Und es ist unglaublich wichtig, dass dort Spieler vorkommen, die zum Teil eben anders sind als dieses Niedrigschwellige. Ich habe das von den Unternehmen gerade gesagt. Die Parteien haben das auch versucht, ja, dass man Foren hat, in denen die Leute endlich mal sagen sollen, was sie wollen. Das ist unkontrollierbar. Und das erleben wir sozusagen frei im Netz sowieso, dass fast alles sagbar geworden ist und das zum Teil zu Katastrophen, also zu kommunikativen Katastrophen führt. Darüber muss man wirklich nachdenken. Und meine Botschaft an Sie ist ja nur, dass das mit der Niedrigschwelligkeit dieser Technik zu tun hat. Das ist jetzt nicht irgendwie ein Zivilisationsproblem generell, sondern es hat mit der Niedrigschwelligkeit zu tun, mit der man umgehen muss. Das Zweite ist natürlich das Unbehagen, ich habe das schon gesagt, an der Digitalisierung. In der Buchdruckwelt haben wir davon gesprochen, dass es einen Kritiküberschuss gibt. Ne? Jemand schreibt was und sagt, das ist jetzt so, und dann schreibt jemand anders was und dann sagt er, das ist nicht so. Jetzt haben wir den Kontrollüberschuss als die Idee, dass natürlich alles, was im Netz passiert, nochmal eine Zweitbedeutung hat. Selbst meine Studenten wissen manchmal nicht, was das Geschäftsmodell von Facebook eigentlich ist. Ne? Die halten das, glaube ich, für ein Menschenrecht, dass man kostenlos Facebook haben kann. Ich übertreibe jetzt ein bisschen. Das Geschäftsmodell ist, dass wo Daten anfallen, man damit Zweit-, Dritt-, Viert- und Endverwertung machen kann. Und das ist etwas, womit man umgehen muss, womit auch ein öffentlicher Akteur umgehen, öffentlich-rechtlicher Akteur umgehen muss, wenn bei ihm Datensätze anfallen, die man auch für anderes verwenden könnte, als dafür, was er gerne möchte. Ich sage nicht, dass man das deswegen nicht tun soll. Der Gesundheitsminister Spahn hat letztens vorgeschlagen, warum man nicht eigentlich alle Gesundheitsdaten der gesetzlich Versicherten der Forschung zur Verfügung stellen soll. Das ist eigentlich eine gute Idee. Ich habe mit einigen Medizininformatikern darüber gesprochen und die sagten, also es gibt so Leute, die berechnen dann statistische Wahrscheinlichkeiten, das könnte 1000 Leben im Jahr retten in Deutschland. Ob das stimmt oder nicht, ist egal. Wenn es nur eins wäre, wäre es ja auch schon eine ganze Menge. Aber wir wissen natürlich auch, dass diese Daten keine Daten sind, die in die falschen Hände kommen dürfen. Also was heißt Forschung? Das ist so Universitäten, ich kenne das, wie das da ist. Also das sollte man vielleicht nicht haben, schon weil genetische Daten auch dazu gehören und man auf den Einzelfall rückrechnen kann. Man sieht also, dass die Form, die wir zurzeit erleben, dass die segensreichen Formen, die wir mit diesen Datensätzen machen, gleichzeitig auch das Problem beinhalten. Das muss man einfach mitsehen. Gleichzeitig wird man aber feststellen, dass Technik die Undurchschaubarkeit auch erträglich macht. Wenn das mal funktioniert und Routinen da sind, dann wird es gehen. Vorletzte Folie. Wir leben in einer Welt der Dinge, immer mehr. Ja, also Sie haben so Dinge in der Hand, Smartphone, ich habe hier so ein Ding in der Hand. Wir sind von den Dingen abhängig, die uns gewissermaßen durch die Welt führen. Und das war eigentlich immer schon so. Ja? Also wahrscheinlich hat das Menschliche nicht nur mit der Sprache, sondern auch mit dem Faustkeil begonnen. Also wo man sozusagen Zuhandenes hat, mit dem man etwas tut. Zurzeit ist es ja interessant, dass die kulturelle Welt nicht nur eine kulturelle Welt der Dinge ist, also wir finden Artefakte und schließen auf die Kulturen, sondern dass es auch eine Welt ist, in der die Dinge jetzt selber etwas tun. Also in der Soziologie gibt es so Theorien, die sagen, Dinge sind soziale Akteure. Gemeint ist damit nicht, dass mein Auto mich anspricht, obwohl die das ja können inzwischen, die Autos. Ja? Schönen guten Morgen, wieder zu spät, müssen wir schneller fahren. Könnte so ein Rechner eigentlich machen, wenn ich morgens mit dem Auto zur Arbeit fahren würde. Sondern die spannendere Frage ist ja, dass wir von den Apparaten erwarten, dass sie selber, wenn nicht Entscheidungen treffen, so zumindest Handlungsspielräume haben. Die meisten von Ihnen werden einen Führerschein haben und schon mal Auto gefahren sein. Ich wette, dass noch niemand von Ihnen eine Vollbremsung gemacht hat. Weil Menschen können keine Vollbremsungen. Also niemand drückt so stark auf das Bremspedal, dass es wirklich eine Vollbremsung ist. Aber in jedem Auto, das Sie heute kaufen können, ist ein computergesteuerter Sensor drin, der an Ihrer Bewegung erkennt, dass Sie wahrscheinlich eine Vollbremsung machen wollten
Und dann macht das Auto eine Vollbremsung. Also das sind Dinge, die etwas tun. Es ist aber noch mehr gemeint. Die Art der Apparate, die wir da haben, ändert unser Leben. Also ich halte jetzt diesen Vortrag so 40, 50 Minuten und dann werde ich gleich an mein Smartphone zurückkommen und ich wette, dass meine Büroleiterin mir mindestens 3 Termine reingeschrieben hat. Und das ist, also wenn ich Glück habe, sind es nur 2, ja, und wovon ich einen vielleicht absagen kann oder irgendwie sowas, ja. Aber das Interessante ist, dass ja diese Apparate gewissermaßen Akteure sind, mit denen wir rechnen. Und das ist etwas, was für die Implementation dieser Techniken eine unglaubliche Rolle spielen wird. Und eine unglaubliche Rolle spielen wird, heißt, wir werden eigentlich durch die Techniken dadurch korrumpiert, dass sie funktionieren. Und das Unbehagen, das wir feststellen, ist an der Digitalisierung, dass man womöglich sich zu wenig Gedanken darüber macht, wofür man sie wirklich verwenden kann, sollte, was uns nützt und was uns nicht nützt. Wir sind jetzt an der Stelle, nachdem die Dinge technisch möglich sind, die Frage zu stellen, was uns eigentlich nützt. Und das heißt auch für die Verwaltung, zu fragen, welche Dinge soll man digitalisieren und welche nicht. Also ich kenne das so ein bisschen aus der Diskussion um die Pflege. Ne, die kennen die Diskussion um den Pflegeroboter. Ne, das ist erstmal, wenn wir sagen, Pflegeroboter ist ja schrecklich. Ne? Also ist es auch, vielleicht. Aber vielleicht ist es auch sehr segensreich, wenn der Pflegeroboter dazu führt, dass die beteiligten Personen mehr Zeit für das haben, was der Roboter nicht könnte. Und dieser eine ist ein simpler Gedanke, da muss man jetzt, also habe ich kein Copyright drauf, der ist jetzt nicht besonders kompliziert. Aber das ist der Typus von Gedanke, den man braucht, um die Implementationsbedingungen solcher Dinge zu diskutieren. Wer also technische Produkte anbietet, verkauft oder installiert, sollte genau das wissen. Und jetzt gehe ich ganz kurz am Ende auf quasi den Impetus Ihres Veranstaltungstitels ein. Haben wir zu viel Technikabhängigkeit? Ja? Ist die Gesellschaft zu sehr von der Technik abhängig? Wenn Sie übrigens Meinungsforschung machen, ist es ganz interessant, können Sie stabil, robuste Ergebnisse darüber erzielen, dass die Leute sagen, wir sind viel zu abhängig von Technik. Und dann unterbrechen Sie die Befragung, weil das Smartphone klingelt. Und es ist sozusagen spannenderweise so, dass wir zum Teil nicht merken, wie technisiert unsere Lebensweise bereits ist. Ich weise als Soziologe darauf nicht hin, um einen entlarvenden Gestus zu haben, sagen, mein Gott, seid ihr doof, ihr wisst es ja gar nicht. Sondern ich will eher darauf hinweisen, dass funktionierende Technik mit Nichtwissen korreliert. Also wir sind sozusagen immer schon drin. Deshalb kann man nicht sagen, dass wir zu sehr von Technik abhängig sind. Die interessantere Frage ist, welche Art von Abhängigkeit ist das eigentlich? Also es gibt keinen Vortrag über Technik zurzeit, der nicht die beiden Abstürze der Boeing 737 MAX 8 heißen, die, glaube ich, in Äthiopien und Indonesien diskutiert. Sie kennen den Fall, ja, die Dinger sind immer noch am Boden. Da hat eine Technik alles richtig gemacht und deswegen sind die Flugzeuge abgestürzt. Es gab keine Schnittstelle, in der man, zumindest die Piloten, die da drin saßen, wussten, wie man diese Routine ausmacht. In dem äthiopischen Flugzeug ist jetzt rausgekommen, dass am Tag vor dem Absturz das gleiche Problem passiert ist, da aber ein Pilot drin saß, der wusste, wie man die Routine abstellt. Leider war der Pilot sehr schlau, er war aber zu blöd, das zu dokumentieren. Wenn er das gemacht hätte, wäre der zweite Unfall nicht passiert, weil dann wären die mit dem Ding erst entweder nicht geflogen oder die anderen Piloten hätten gewusst, was man machen will. Warum erzähle ich Ihnen das? Ich erzähle Ihnen das, weil es gibt keine Abhängigkeit von Technik, sondern es gibt das, was mein Vortragstitel ist, nämlich digitale Schnittstellen, technische Schnittstellen. Was sind die Schnittstellen zwischen den gesellschaftlichen Praktiken und den Techniken, die wir verwenden? Wenn man genau hinguckt, sind diese Schnittstellen schon viel vielfältiger, als wir das wissen. Wir reden viel über die Klimakrise zurzeit. Ich bin mir sicher, dass das Klimaproblem im Hinblick auf Energiemanagement nur mit intelligenten, digitalen Mitteln lösbar ist. Wir wissen immer noch viel zu wenig über die Muster unseres Energiemanagements und sowohl des Individuellen als auch des Kollektiven. Und da werden Steuerungsmöglichkeiten da sein, die die Abhängigkeit von Technik erhöhen, aber sehr segensreich sind. In vielen Bereichen in der Medizin wird die Abhängigkeit von Technik größer werden. In der demografischen Situation, in der wir sind, sehr segensreich. Aber Sie können
Sie müssen sozusagen das versuchen, plausibel zu machen. Und die Plausibilitätsbedingungen, die sind schwierig. Deshalb nenne ich Technik zugleich Lösung und Problem. Wir wissen, dass Gesellschaften von den eigenen Routinen abhängig ist. Ja? Insofern ist die, wäre Unabhängigkeit von Techniken selbst wieder nur technisch zu bewerkstelligen. Also Unabhängigkeit zum Beispiel davon, dass man mit Datensätzen machen kann, was man will. Verschlüsselungstechnologien werden wahrscheinlich bessere Möglichkeiten finden, als auf Datenerhebung zu verzichten, weil wir die zum Teil brauchen. Das ist wiederum so eine, also ich versuche Banalitäten zu sagen, das ist das Privileg des Soziologen, dass man Sachen sagen muss, die man eigentlich weiß. Nur, dass man die Bedeutung dieser Dinge vielleicht stärker macht. Also was bedeutet das eigentlich für eine Stadtverwaltung, wenn sie mit Daten umgeht, wenn sie sozusagen keinen geschlossenen digitalen Bereich hat, sondern natürlich die Schnittstellen nach außen haben muss? Wie geht man eigentlich um mit den Routinen, die da sind? Und wie macht man sozusagen diese Technik so, wie gestaltet man sie so, dass die Technikabhängigkeit, die natürlich dadurch entsteht, gleichzeitig zu Folgen führt, die man verantworten kann? Und technische, soziale und kulturelle Eliten, ich spreche immer von Eliten, wenn ich damit meine, dass es um Entscheider geht. Ja, also ein paar Aufsätze dazu geschrieben, ist ja nicht relevant, also man spricht in Deutschland nicht über Eliten, aber Sie wissen vielleicht, was ich meine. Also Leute, die Entscheidungen treffen und Wichtiges tun, da haben wir zurzeit eine starke Versäulung. Die Versäulung der unterschiedlichen Kompetenzen. Die unterschiedlichen Kompetenzen, also das können Sie an Universitäten heute noch beobachten. Wenn Sie das Vorlesungsverzeichnis der LMU angucken, außerhalb Münchens muss ich immer sagen, dass es eine Exzellenzuniversität ist. Hier muss ich das natürlich nicht erwähnen, was ich paradoxerweise hiermit natürlich getan habe. Wenn Sie sich ein Vorlesungsverzeichnis angucken, das wir heute ja nicht mehr drucken, das ist unsere Digitalisierungsstrategie, dann werden Sie feststellen, dass so eine Universität unglaublich versäult ist. Es gibt Fakultäten, und wir wissen aus Organisationen, das gilt für Universitäten, das gilt für Verwaltungen, das gilt für Unternehmen, das gilt für Kirchen, dass Versäulung unter anderem dazu dienen soll, Spezialisierung zu ermöglichen dadurch, dass man nicht zu stark verunsichert wird von Leuten aus den anderen Säulen. Und das ist ja für die Industriegesellschaft unglaublich erfolgreich gewesen. Also wir profitieren ja bis heute von dieser unfassbaren Spezialisierung, dass es Leute gibt, die technische Lösungen herstellen und sich den Rest nicht kümmern müssen. Dass es Leute gibt, die genau wissen, wie Marktbeobachtung funktioniert, sich aber nicht darum kümmern müssen, was das eigentlich sozusagen für Strategien bedeutet. Wir profitieren davon, dass es medizinisches Personal gibt, das so spezialisiert ist, dass man innerhalb der Medizin den Kolleginnen und Kollegen gar nicht mehr erklären kann, was man eigentlich macht, weil das viel zu weit weg ist und so weiter. Aber gleichzeitig erleben wir, dass wir gerade bei Innovationsdruck das große Problem haben, dass diese unterschiedlichen Säulen bisweilen recht sprachlos sind, wenn sie miteinander interagieren müssen und gemeinsame Lösungen herstellen müssen. Also hier habe ich jetzt technische, soziale und kulturelle Eliten genannt. Das ist jetzt natürlich nur ein Platzhalter dafür, dass Digitalisierungsstrategien aus unterschiedlichen Akteursperspektiven in einer Stadt, in einer Verwaltung, in einem Unternehmen, in einer Gesellschaft ganz unterschiedliche Implikationen hat. Also interessant ist zum Beispiel die ökonomische Dimension daran. Das ganze Zeug kostet Geld. Und die interessante Frage ist, ob man sich günstige Produkte dadurch erkauft, dass andere damit ein weiteres Geschäft machen können. Stichwort, warum ist Facebook kostenlos? Ich habe nichts gegen Facebook, ja, ich bin sogar drauf. Aber man sollte das wenigstens wissen, wenn man Strategien macht. Und dazu muss man wahrscheinlich Konferenzen wie diese haben, dazu muss man Foren haben, in denen die Expertinnen und Experten dieser unterschiedlichen Dimensionen gemeinsam nachdenken, weil die Digitalisierung werden wir nicht los, ja? Aber man muss sozusagen schon, und das ist mein letzter Satz, wenigstens das Problem kennen, das man damit lösen will. Und das ist sozusagen, wenn man heute hingeht, sagt, Digitalisierung brauchen wir, weil alle Digitalisierung haben und weil alle Digitalisierungsstrategien haben, da ist man schon mal auf der richtigen Seite, weil das ja stimmt. Aber man muss auch wissen, welches Problem man eigentlich löst. Und wenn ich vielleicht zur Moderation von Ihnen beiden beitragen kann, dass Sie da vielleicht konfliktfreiere Formen finden, das zu machen, und wenn ich das mit dem Vortrag gemacht hätte, dann hätte ich also ein großes Ziel schon erfüllt. Aber jetzt ernsthaft gesprochen, ich glaube tatsächlich, dass die Expertise, die man in diesem Feld braucht, weit, weit, weit über die konkreten Implementationsbedingungen hinausgeht, sondern wirklich um die Frage, welches Problem man damit eigentlich lösen soll.
Alle früheren technischen Innovationen haben davon gelebt, und zwar davon profitiert, dass am Ende etwas anderes daraus entstanden ist, als diejenigen als Intention im Kopf hatten, die damit umgegangen sind. Und vielleicht sollte man das jetzt anders machen. Ich schließe mit dem erneuten Zitat, das mir so wunderbar gefallen hat. Es gibt nirgendwo so viele Grenzen in den Köpfen wie bei den Menschen. Vielen Dank.